Hallo Schütze, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich bin sehr dankbar, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammenschauen, wie die Energie für kommende Woche steht, ja? KW 36. Schauen wir mal zusammen, Schütze. Interessant. Interessante Energie. Warte mal kurz. Bei wem hatte ich das jetzt schon wieder? Ich glaube, das war Zwilling. Oder Stier. Einfach nur interessant, Schütze. Ich finde es einfach nur interessant, dass die Energie wiederholt sich bei mehreren Sternzeichen in der gleichen Stellung. Vielleicht hast du, du wirst es sehen. Also wenn du mit manchen Sternzeichen eine Verbindung hast, du wirst dir das Video anschauen und dann wirst du es auch sehen. Also die Karte, die Welt kam, glaube ich, entweder bei Sternzeichen Zwilling oder Stier in diese Stellung. Ja. Interessant, schau mal, um die Karte der Magier. Wir reden ja über Sternzeichen Zwilling und hier ist Sternzeichen Zwilling, Jungfrau nämlich auch. Also, und diese Karte kam nämlich auch bei jemand. Also, jetzt weiß ich es nicht mehr, aber ist einfach nur interessant. Wir reden über eine Manifestation von Gedanken, über Wünsche, die in Erfüllung kommen. Die Energie bei dir ist natürlich ziemlich interessant. Wir reden über einen neuen Zyklus. Was soll ich dir hier sagen? Ich meine, die Karte, die Welt, ist den letzten großen Arkana, Nummer 21. Und dann kommt die Karte der Magier, Nummer 1. Also wir reden hier einfach über einen neuen Zyklus in deinem Leben. Ein neues Kapitel in deinem Buch, ja? Also es ist einfach deutlich. Kann das hier mit Arbeit zu tun haben? Natürlich, dass du sagst, da wo ich war, ich habe wenig verdient, also die haben mir sehr wenig bezahlt. Irgendwie das mit den Finanzen hat nicht so geklappt, ich war nicht zufrieden, ja, und ich gehe. Ich gehe, ich habe keine Lust mehr. Ja, ich verändere jetzt die Situation, also ich mache was anderes. Ich mache einfach was anderes. Ja. Also, Schütze, diese Energie für dich, für kommende Woche, obwohl für mich diesen großen Arkana spricht nicht nur für eine Woche. Wir reden schon über wichtigen großen Arkana und das ist hier keine Routine. Wir reden über eine wichtige Sache. Ja, was ich damit meine ist, es kann nächste Woche kommen oder gar nichts, oder sonst zieht sich das ein bisschen mehr in der Zeit, weil du bist in diese Phase, in diese Übergangsphase. Und das ist nicht leicht. Ja, es ist nicht leicht. Es ist eine wichtige Energie, sage ich dir nur jetzt. Und entweder spürst du das jetzt oder wenn nicht, wirst du das spüren. Denn es kann sogar für dich mit einer neuen Person zu tun haben. Ja, kann auch. Ich habe aber viele Münzen auf dem Tisch. Ich spüre die Arbeit, wenn du mich fragst. Also ich spüre hier die Arbeit. Die Arbeit kann natürlich aber auch die Verbindung mit Arbeit und die Liebe oder sonst, wie gesagt, wir schauen jetzt weiter. Es ist sehr, sehr interessant. Der Puppe der Münzen und der Magier, ja. Also du siehst da nochmals die Arbeit. Nochmals rede ich hier über eine neue Situation für dich, die wichtig ist, sich neu zeigt
und ja, sehr, sehr positiv sein wird. Sehr viel Kreativität. Ja, sehr, also der Magier ist eine Person, die vieles kann, also sehr kreativ ist, intelligent nämlich auch. Interessante Energie. Schau mal bitte jetzt, Schütze. Du siehst ja Münzen und also vier, fünf der Münzen, vier der Münzen und die Karte die Welt. Wenn du Verluste hattest, dass du sagst, ja, ich habe wirklich viele Ausgaben gehabt oder ich habe Geld verloren, irgendwie, dass du Geld verloren hast, aus irgendeinem Grund gibt es in manchen Fällen diese Situation, Verluste schon in den Finanzen, das verändert sich. Es verändert sich schon im positiven Sinne. Ja, ich spüre schon hier das Gefühl von, jetzt möchte ich Geld sparen. Ich spare jetzt, ja, ich spare, weil in manchen Fällen möchte ich mein Leben doch verändern. Ich möchte wo, einen Umzug, also ich möchte umziehen und dafür brauche ich natürlich auch Geld. Also von da aus. Ich muss jetzt auf meine Finanzen aufpassen, also mehr achten auf meine Finanzen, weil ich Sachen machen möchte. Ich möchte umziehen, ich möchte verreisen, ich möchte, ja. Und das ist das Gefühl, was ich hier habe. Ich rede hier über einen Zyklus, Schütze, und das habe ich dir vorher gesagt. Also ich spüre bei dir einen Zyklus. Einen Zyklus. Eine sehr positive Energie habe ich hier. Auf den Würfeln kam Sternzeichen Waage. Sternzeichen Waage und die Nummer 4. Die Nummer 4 in der Mitte für dich. Ich rede hier über Stabilität. Ja, ich rede schon über viel Stabilität. Ich hoffe, das Licht passt, Schütze. Die Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit zeigt sich in deiner Legung. Viele große Arkana. Eine juristische Situation hier. Erwartest du so eine Kommunikation? Kommunikation, was mit Geld oder Finanzen, mit der Bank oder die Steuer zu tun hat? Also hier sieht man schon die Kommunikation. Ja, man sieht schon hier eine Kommunikation. Auch eine karmische Situation mit einer Person. Schütze, egal welches Sternzeichen, ja. Hier zeigt sich sehr, Sternzeichen Waage zeigt sich hier, Waage, Skorpion, Löwe, Schütze wie du, wieder. Ja, Zwilling überhaupt, Jungfrau. Ich meine, die Sternzeichen sind nicht so wichtig. Ich habe ja die Karte, die Welt hier. Neunte Schwerter in der Mitte. Die Gedanken sind hier, die Sorgen. Ja, also ich mache mir Sorgen, ja. Über die Arbeit in manchen Fällen, Schütze. Weil schau mal, ich habe nämlich hier einen König der Stäbe, Feuerelement, Sternzeichen Schütze, Löwe oder Widder. Es kann ein Arbeitgeber sein oder einfach einen Wunschpartner. Es kommt darauf an, du musst jetzt schauen, wie du das für dich sehen kannst, weil ich habe klare gemischte Gefühle bei dir. Entweder hast du hier mit einem Wunschpartner eine Verbindung durch die Arbeit, ja, das, deswegen sehe ich so viele Münzen oder so viel diese Energie von Arbeit, aber wir reden hier auch über einen Wunschpartner und das kannst nur du wissen in deiner Situation, ja, ob das nur Arbeit ist, nur Wunschpartner oder sogar eine Mischung von beiden gibt, ja, weil das ist hier das Gefühl. Also die Sache ist, ich mache mir Sorgen, ich denke, ich mache mir viele Gedanken über
Ich würde sagen, über meine Finanzen, meine Stabilität. Ja, ich mache mir Gedanken über meine Arbeit. Ja, irgendwie. Neunte Schwerter in der Mitte, Schütze. Also neunte Schwerter ist natürlich kompliziert, für kommende Woche. Ich meine, okay, neunte Schwerter, Luftelement, sehr viele Gedanken. Sehr viele Gedanken über eine bestimmte Person, eine Komfortzone. Ja, gibt es hier diese Situation von einer Komfortzone? Eine Person, die irgendwie nicht loslassen kann? Ja. Also irgendwie so eine Situation von nicht loslassen zu können. Aber es ist interessant, ja. Ich spüre hier eine wichtige Verbindung. Vierte Stäbe. Ja, eine wichtige Verbindung zwischen zwei Personen. Schau mal jetzt hier. Schütze. Vierte Stäbe, der König der Stäbe und eine Königin der Münzen. Du siehst ja, der König und die Königin der Münzen, die geben sich den Rücken. Es gibt keine Kommunikation hier. Es könnte sogar für eine Langzeitbeziehung reden. Die Mutter oder der Vater deiner Kinder. Ich habe keine Kommunikation mit der Person. Ja. Gar keine Kommunikation mit der Person. Aber sogar es könnte sein, dass eine Person sich hier mit dir sehen lassen möchte, sich treffen möchte. Ja, also deswegen diese starke Gedankenschütze. Das kann, wie gesagt, die Mutter oder der Vater deiner Kinder sein oder einen Ex, den sich mit dir treffen möchte und über Finanzen reden will. Eine Person, die kein Geld mehr hat oder wenig Geld hat. Zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen würden, ja, wegen dem Unterhalt für Kinder, so ungefähr. Eine Person, die irgendwie sagt, ich habe kein Geld mehr, ich kann dir nicht das Gleiche bezahlen, was ich bis jetzt bezahlt habe, und so weiter. Und ja, Augenblick bitte. Ja, in manchen Fällen sieht man Kinder hier. Ja, also wir könnten hier schon mit Kindern zu tun haben. Es gibt einen Zyklus hier, den man abschließt, Schütze. Es gibt schon einen Schluss hier mit einer Situation. Ich sehe, bei dir zeigt sich, scheint die Sonne. Bei dir scheint die Sonne. Sternzeichen Löwe, sehr präsent natürlich hier. Aber nochmals, ich sehe eine neue Situation in deinem Leben, die dich glücklich macht, Freude bereitet und so weiter. Also ich sehe eine neue Person, eine neue Situation. Gibt es hier eine geografische Distanz? Es könnte sogar ziemlich gut möglich sein. Denn die Karte, die Welt ist hier und dann drei der Stäbe. Also ich sehe eine Distanz hier. Aber eine Person, die dich glücklich macht, die dich Freude bereitet, irgendwie Feuerelement sehr stark bei dir. Es könnte sogar Altersunterschied geben. Eine Person, egal wie alt die Person ist, zeigt sich sehr jung, sehr fröhlich. Du fühlst dich glücklich mit der Person. Mehrere Unterschiede, Nationalität oder. Ich sehe eine, also du fokussierst dich Richtung Zukunft. Ja? Das sage ich dir aber auch. Aber ja, du bekommst Kommunikation von einer Person, die du natürlich kennst. Und diese Person, die du kennst, hat Verluste. Eine Person hat hier Verlust, Geld, finanzielle Verluste. Diese Person hat finanzielle Verluste
sogar Haus, also die Person verliert sogar das Haus oder die Arbeit. Die Person kommt jetzt auf dich zu und sie sagt dir, schau mal, ich habe keine Arbeit mehr. Ich werde kündigen, ich kündige oder ich bin gekündigt worden, ich habe keine Arbeit mehr. Ich kann dir nicht mehr für die Kinder das gleiche Geld bezahlen, was ich bis jetzt gemacht habe. Oder ich habe keine Wohnung mehr. Ich weiß nicht, wo ich heute Nacht übernachten kann, weil ich die Wohnung ge gekündigt habe. Weil ich kein Geld mehr habe. Eine Person hat hier kein Geld mehr und die klare, komplizierte Situationen sind da. Schütze, ich weiß nicht, wer die Person hier für dich ist. Ich spüre hier, dass eine Person gerade jetzt nicht gut geht, weil kein Geld hat. Nochmals die Karte, die Welt. Ich sehe hier eine Trennung. Ja? Sternzeichen Jungfrau, Skorpion. Wow, qué fuerte. Schau mal bitte jetzt hier. In der gleichen Stellung, die gleiche Person. Königin der Münzen. Stier, Steinbock, Jungfrau. Eine Langzeitbeziehung in der Mitte, zusammen mit Neun der Schwerter. Egal ob Frau oder Mann, weil am Ende wir reden nur über Energien. Aber ich meine, hier sind ja. Tja, die Königin der Münzen. In der Mitte. Also schütze eine Person, macht dir starke Gedanken oder Sorgen. Ich spüre, dass das wirklich der Vater oder die Mutter deiner Kinder ist. Diese Person bereitet dir Sorgen. Er wird mit dir reden und in manchen Fällen nicht, um dir zu sagen, ich möchte mit dir wieder zurückkommen oder ich liebe dich, sondern ich habe kein Geld. Sondern ich habe kein Geld. Aber du bist schon wo ganz anders. Qué fuerte. Ständig die gleichen Karten. Eine hohe Priesterin. Hohe Priesterin und der König der Kirche und die Hohe Priesterin. Sternzeichen Fische hier. Sternzeichen Fische, Skorpion, Krebs. Es gibt hier eine dubiose Energie. Königin der Schwerter. Es gibt hier eine manipulative Energie. Schütze. In manchen Fällen hast du mit so einer Person zu tun. Sternzeichen Steinbock ist hier. Steinbock oder Luftelement. Ich sehe ein Geheimnis irgendwie. Ich sehe ein Geheimnis, aber Schütze, ich denke, eine Person trifft hier eine Entscheidung. Ja? Und diese Entscheidung ist, ich habe Pläne. Ich bin schon entschlossen, ich weiß schon, was ich möchte. Und für mich ist dieser Zyklus der Vergangenheit bereits abgeschlossen. Das ist, was ich spüre hier. Die Vergangenheit ist für mich abgeschlossen. Ich fokussiere mich um meine Zukunft. Ich habe eine neue Person kennengelernt, ich bin verliebt und das ist mein Fokus. Oder ich habe eine neue Arbeit jetzt gefunden, ganz woanders und dahin möchte ich. Ich möchte ganz woanders arbeiten, wieder was Neues anfangen. Das ist meine Motivation jetzt, meine, ja, und das ist meine, ja. Schau mal bitte jetzt hier. Ass der Kirschen, Ass der Münzen, Ass der Schwerter. Und das hatten wir schon mal bei dir gehabt. Wir reden hier über neue Anfänge. Neue Anfänge. Sicher. Interessant. Interessant ist, aber ziemlich interessant, dass die Königin der Münzen zeigt sich bei dir dreimal. Schütze, die Königin der Münzen, und das kann auch ein König sein. Diese Energie ist bei dir stark zu spüren. Ja, und nochmals, ja. Die Mutter, deine Kinder oder der Vater
Oder sonst deine eigene Mutter. Es kommt drauf an. Oder eine Schwester oder wie auch immer. Die Sache ist, wir sind hier eine neue Person. Eine neue Motivation. Das ist, was ich hier spüre. Oder du bist in deine Selbstliebe jetzt und weißt, was du möchtest und was du nicht mehr möchtest. Denn es gibt hier eine wichtige Sache. Es gibt schon hier eine wichtige Sache. Ich weiß nicht, wie du das hier siehst. Also schau mal, von Erzengel Michael kam für dich diese Karte. Und hier steht, die Engel romantischer Liebe helfen dir. Wir reden über Seelenpartner. Du hast mit deinem Seelenpartner zu tun. Vergib dir selbst, du hast nicht falsch gemacht, nichts falsch gemacht. Interessant ist, von diesem Orakel kam für dich, nur die Liebe wird dich befreien. Lass all das Alte los, damit eine neue Liebe in dein Leben treten kann. Und das spricht für Liebe, und das spricht für Liebe. Ich sehe schon eine neue Situation in deiner Energie. Eine neue Person ist hier. Und es ist egal, wie ich mir hier die Sache anschaue. Das kann mit einer Freundschaft zu tun haben. Ja. Man ist hier sicher. Also das Gefühl wäre hier, ich bin mir sicher. Also ich weiß schon, was ich will. Ich zweifle gar nichts, dass ich was anders möchte. Interessant aber auch ist, hinter dem Deck war, gesteh dir die Wahrheit ein und handel entsprechend. Und von dem Orakel, auch hinter dem Deck, tief in deinem Herzen kennst du bereits die Antwort. Tu das, was für dich richtig ist. Also beide Karten für mich sagen das Gleiche. Also gesteh dir die Wahrheit, weil du in deinem Herzen weißt, ja, in deinem Herzen weißt, was die Antwort, du kennst ja die Antwort, ja. Also handel dementsprechend. Tu das, was für dich richtig ist. Natürlich. Schütze, Feuerelement ist hier bei dir sehr zu spüren. Sternzeichen Löwe überhaupt, muss ich dir schon sagen. Sternzeichen Löwe. Es kann aber Schütze wie du sein und wieder könnte auch sein, aber überhaupt Löwe ist hier stark zu spüren. Ja, das muss ich dir schon sagen. Wie du das hier für dich spürst, weiß ich nicht, aber ich sage dir, wir reden hier über einen Zyklus. Ich weiß nicht, ob du das verstehst, was ich damit meine. Aber ja. Einen Neuanfang in deinem Leben. Schau mal, von meinen Karteien kamen diese Lippen. Man spricht, Menschen reden und oder du denkst an den Lippen von jemand. Also, dann kam diese Gebärmutter Schütze. Vielleicht mussten manche zum Frauenarzt gehen, eine Untersuchung machen lassen. Diese Karte ist gekommen. Diese Gebärmutter, ja, also tatsächlich irgendwie interessant. Gebärmutter und dieses Bärchen mit, wenn du ein Mann bist, das Gleiche, dass du zum Urologe gehen sollst, egal ob du Frau oder Mann bist, ja. Also hier zeigt sich halt eine Gebärmutter, aber man sollte vielleicht zur Untersuchung gehen. Und dann kam nämlich auch interessant die Karte der Mond. Am 31. August war diesen Vollmond im Sternzeichen Fische. Dieser blaue Mond. Hier gibt es auch diesen Mond blau tatsächlich. Also, und so ein Foto. Ich spüre, eine Person träumt über jemand. Also ich schaue der Mond, also ich schaue der Mond und ich denke an dich. Oder ich träume mit dir. Das ist das Gefühl hier. Ich denke an eine Person. Ich schaue mir die Fotos an. Ich träume mit dir. Sternzeichen Krebs auch sehr präsent hier. Aber nicht nur. Habe ich es dir ja gezeigt. Ja? Starke Energie.
Schütze, starke Energie, das ist die Energie, die ich hier habe. Ich denke, eine Reise sieht man hier, in manchen Fällen, eine Reise, Urlaub. Möchtest du Urlaub machen noch, wo das Wetter noch schön ist? Weil das ist hier, ich sehe hier diese Reise. Möchtest du noch Urlaub machen, bevor, ja, während das Wetter noch so schön ist? Möchtest du ins Swimbad, ja, schwimmen, am Meer sein? Tatsächlich, möchtest du eine Reise machen mit einer neuen Person? Das ist dieses Gefühl hier, ja? Ja, aber Schütze, das ist stark interessant hier, diese Energie hier mit diese zweimal die Königin der Münzen in der Mitte. Ziemlich interessant, ja? Also so ungefähr eine Bestätigung über das, worüber wir reden. Das ist, es wird immer wieder bestätigt. Ja? Es wird immer wieder bestätigt. Oder gibt es hier einen Verlust, der Eremit und die Gatte der Tod, dass man hier einen Verlust in der Familie hatte? Ist das ein Verlust in der Familie? Man denkt noch sehr viel an diese Person. Aber man weiß, man muss weiter. Also das Leben geht praktisch weiter. Ich kann mich nicht in dieser Situation jetzt festhalten oder an diese Vergangenheit klammern. Ich kann mich nicht an der Vergangenheit klammern. Ich muss weitermachen. Das Leben geht weiter. Ich muss mich weiterentwickeln. Ja, das wäre das Gefühl hier. Ich kann in einer Komfortzone nicht bleiben, wenn ja, das Leben ist viel schöner als das. Ja, also ich spüre hier eine Entwicklung bei dir. Egal wie. Egal wie ist das hier eine Entwicklung. Wenn wir hier über Krankheit reden, es gibt eine Gesundheit. Ja, die Gesundheit ist da, wenn wir überhaupt hier über Krankheit reden für dich. Ja, interessante Energie. Also Schütze, ich hoffe, das Licht hat jetzt gepasst. Also ich danke dir für deine Likes, für deine Abos. Dankeschön und bis bald. Ja. Tschüss.